Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Roman Total War 2 mit Makedonien. Ja, wie ihr sehen schon, wir sind schon ziemlich weit. Ups. Also, ja. Es ist quasi so, wir gegen die in den Rest der Welt, so. Also, die da schmeißen wir jetzt mit der Armee raus. Hier müssen wir mal schauen, ob wir Arabien jetzt, ja, einnehmen wollen oder ob wir, Nabatea, ja, wir müssen eigentlich gegen Nabatea kämpfen. Hier oben ist, ist es ein bisschen Kuddelmuddel, aber das, passiert. So, erstmal wieder ein bisschen Erfahrung sammeln. Das hat geklappt. So, dann hier ist einer und da ist einer. Der, die wollen beide Singidunum haben. Wo sind hier meine Armeen? Also hier ist eine. Genau, die verteidigt jetzt Singidunum. Oh, ja, stimmt. Da bin ich ja sowas von auf die Schnauze gefallen. Eieiei. Zu euren Diensten. Der geht noch. Für die Götter! Der geht noch. Der braucht nur drei Einheiten wieder. Geheimaktion, was bist du? Du bist unser Stratege. Dann passt Geheimaktion ja ziemlich gut. Hm, Kinder bekommen? Wie alt bist du denn? 45? Nee, du bist zu alt. Aber trotzdem, eine Frau finden werden wir trotzdem. So. Okay, hier können wir wieder aufrüsten. Also. Petzheiroi. Petzheiroi. So. Leinpanzer für Gniere. Hetairen-Kavallerie 2, 4, 5. Genau. Fernkämpfer haben wir. Ja, ich nehme mal die königlichen Peltasten. Die haben bessere Verteidigung. Aber die, also die königlichen Peltasten, haben eben sind eben noch Speerwerfer, also werfen ziemlich gut und machen ziemlich guten Damage. Und die sind aber auch super gut in Nahkampf, deswegen. So, was mache ich mit dir? Du bist noch vollständig da. Na, danke, ne? Du hast mir gerade gut 100 Einheiten geschenkt. Ja. So. Dem. Ist immer so lustig, wenn man eine Forschung fertig hat. Und dann die ganzen neuen Gebäude bauen kann. Vor allem ja dann im Late Game. Weil das sind dann richtig viele. So, ich glaube, das
war es dann jetzt? Oh! Hier, also da will ich eine Basis hinbauen, also ein Musterungsfeld, weil der letzte ist da. Also ja, an sich, ja nee, an sich brauche ich das nicht, nee. An sich werde ich das dann auch in der Getreidegrube ändern. Oh, bin doch noch nicht fertig. Jetzt aber, oder? Ja. Gut, dann wollen wir mal schauen, was wir jetzt machen. Doch nochmal Gewalten rudern. Genau, das ist die Anti-Kavallerie-Ding. Beziehungsweise nicht Anti-Kavallerie, sondern auch meine Kavallerie-Einheit. So, die Boten des Alatu. Der ist komplett hier runter, ne? Nee, noch nicht komplett, aber fast. Ah, du gehst dahin, okay. Zu dem, oder? Ja. Und was machst du hier? Ah, du bist wieder frei, okay. Dann kannst du ja hier angreifen. Uiuiui. Oder doch nicht. Wenn ich Glück hab, kommt er raus. Vor uns niederkauern wie eingesperrte Hunde. Wenn ich Glück hab, kommt er raus und will mich angreifen. Das wäre sehr gut. Weil Elefanten sind im offenen Feldkampf immer um einiges besser, ist ja klar. So, dich pumpe ich jetzt auf. Dich heile ich mal kurz. Und du. Das ist auch gut. So. Ja. Was kannst du hier? Begleiter. Ja. Das ist eigentlich auch ganz gut, aber ich. Ja, wobei, die könnte ich immer noch. Die könnte ich immer noch als eine Agentin ausbilden, die zur Armee geht. Ja, wobei, das bringt hier jetzt auch nichts mehr. Die ist schon 68. Ja, das bringt jetzt auch nicht mehr. So, dann wird sie bald sterben. Hier muss ich mal schauen, kann ich noch einen Agenten machen? Ah, ich könnte so einen noch machen. Wachstum, Verstärkungsrate, ich mach mal das da, genau. Weil der hat ja schon einen Dude oder Dudine. Genau, das sind jetzt alles. Ah, die da? Ja, super. Forschungsrate. Ja. Okay, das da ist ein anderer, das ist ein anderer, das ist ein anderer. Das bin ich. Hm.
Erstmal die Ulti quasi. Das bin auch ich. Der hat ja alles nur einser, ne? Ah, da. Ja, dann, naja, ich mach die Infanterie. Genau. Ja. Ups, Entschuldigung. Ich mache jetzt die Infanterie, weil Kavallerie werde ich erstmal. Nö, der wird mich jetzt angreifen. Oder doch nicht. Oder er hat einen Agenten losgeschickt. So. Ist voll der Umschlagplatz für Agenten hier. Der hat gar keinen Agent. Oh, nochmal. Alter, wie viele Agenten hast du da? Fehlt jetzt nur noch der, ne? Eieiei. Ah, genau, der belagert die jetzt. Mhm. Das war anzunehmen. Lustig, dass ich das aber nicht gesehen habe. Wir fordern nur ein geringes. Also ja, quasi das. Ein einfacher Tribut. Mehr erwarten und benötigen. Libya. Dann können wir gerechte Worte. Ein. Libya. Das werde ich ehrlich gesagt spielen. Weil ich glaube, ich kann sehr viele von ihm mitnehmen. Kommt natürlich, ja, wie schon häufig gesagt, auf die Stadt drauf an. Aber ich habe Kavallerie. Und ich habe Pikiniere. Da kann man auf jeden Fall schon mal ein bisschen Damage machen. Vor allem, wenn man so steht. Also, die Pikiniere werden sich hier aufstellen. Liegen bereit! Formt eine Phalanx! Wehrkämpfer bereit! Die Bürgerwehr zusammen mit denen werden sich mal hier hinstellen. Geschosse bereit zum Einsatz! Strategos! Für Makedonien! Die werden sich hier hinstellen. Die Kavallerie wird sich hier hinstellen und von außen kommen. Nahkampfinfanterie bereit! Die wird sich hier hinstellen. Ja! Speerinfanterie zu euren Diensten! Im Falle unseres Sieges will ich Zeus und Ares mit einem Opfer. Ich. Warte. Doch auch wir Sterblichen müssen unseren Beitrag leisten. So. Kämpfe mit Ehre und alles wird gut. Schnelles Marschieren! So. Weil, ich will die lieber tiefer aufstellen. Damit die. Warte. Wir erwarten eure Befehle. So. Zu euren Diensten. Schnelles Marschieren. Das ist natürlich immer gut, wenn der das macht. Heere. Unser General wird angegriffen. Ist auch super. Sowas nervt immer, wenn wegen zwei kleinen Hanseln die ganze Einheit aufgehalten wird.
pushen. Da sieht alles noch sehr schön aus. Das ist sehr gut, dass er hier jetzt lang geht. Das ist sehr gut. Ich warte noch ein bisschen. Bis der wirklich komplett reingeht. Ja, sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Das fängt ja auch ein bisschen an zu sterben, aber das ist alles andere als bedrohlich. Also auf jeden Fall sehr gut, was er hier macht. Sehr gut. Da kommt Kavallerie zum Befehl. Doppelter Geschwindigkeit, Bürgerkavallerie. So, der wirft mal jetzt volle Kanone hier rein. Sehr schön, das ist doch mal sehr schön. Ja, besser hätte es nicht laufen können, ne? Besser hätte es nicht laufen können. Vor allen Dingen, geil war, dass er nur mit einer Kavallerieeinheit hier reingeprescht ist. Und sonst, ja, alles in Ruhe gelassen hat. Also ihn quasi den Rest der Armee einfach hier chillig reingeschickt hat und ja, die sind natürlich super. Ist natürlich dann super. Einfach mal reinchargen, damit die Moral ein bisschen. Ja, okay, das war jetzt ein Suicide Mission für. Der ist da komplett reingecharged, ja. Alleine. Naja, normalerweise kommt ja die komplette. Warte, nee, geht mal zurück. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Einfach mal nochmal aufstellen. Und dann könnt ihr nochmal chargen. Genau. Und dann wieder raus. Sehr schön. Ist halt richtig bitter, ne? Also wenn man so eingekeilt ist. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Mein, die Geheimwaffe von uns. The Mob. So, sehr schön. Gut, das war's dann.
Ich mach dir mal alle platt. Weil, ja, weil sonst greift er demnächst wieder an. Ja, 6 sind eigentlich in Ordnung. 8 sind in Ordnung. Die kommen meistens eigentlich nicht wieder. Gut, also. Krass. Hier sieht man, wer richtig reingehauen haben. Also erster Rang, aber hier Dreier. Das ist halt, ja, fast 500 hat er gekickt. Ja, nicht schlecht. Die da waren ein bisschen useless, aber bei der Karte sind die Fernkämpfer eigentlich nie richtig gut. Außer, ja, die da waren halt, haben in den Rücken geschossen. Und Speere haben immer ein bisschen mehr Rüstungsdurchdringung. Das ist halt schon bitter, ne? Also eine Full-Stack-Armee verliert gegen die. Aber naja, da sieht man immer wieder, dass eben die Masse nicht... Alexandria, ja genau. Dass die Masse nicht das Ausschlaggebende ist. So. Willst du es dir nochmal überlegen? Nee. Der kann dir ruhig belagern. 15 Runden halten die aus. Ja, das reicht. Gut, wir schauen erstmal nach Norden. Beziehungsweise Süden. Du scoutest mal ein bisschen. Ja, das ist alles nichts. Pikiniere sind fast da. Aber ich kann auf jeden Fall Cosentia einnehmen. Bam. So. Ja, warum denn nicht? Und hier... Wir lassen die mal hier. Hier ist Karthago. Die lassen mich in Ruhe. Glaube ich. Im Norden. Ja, hier mit den ganzen... Alter, das ist einfach nur... Warte mal. Was haben die denn jetzt alles gemacht? Verschleiß. Charakter, Haushalt, Baubericht, Umsturz. Die haben nur einmal versucht, Umsturz zu machen. Aber niemand hat es geschafft. Deswegen ist die Armee wahrscheinlich wieder geflohen. Tour. Ja. An sich könnte ich die jetzt auch einnehmen. So. Jetzt sind halt dann... Beides, also zwei Dörfer nebeneinander, die Militär drin haben, aber der gilt auch noch für den und der gilt für den da oben auch noch. Also das ist eine ganz gute Speerspitze, würde ich sagen. Genau hier, der hat sich noch nicht gemeldet. Tradition können wir ruhig machen, aber... Der bekommt keine Fertigkeiten. Was bist du denn nochmal? Wollte ich dich zu ihm rein? Nee. Oh Mann, das war der falsche. Okay. Bin stärker als der mächtige Achille. Ich bin bei euch.
ist niemand drin. Das ist schon mal super. Das können wir dann nächste Runde einnehmen. Hier ist halt, also das da ist halt immer noch die Frage, ne? Was mache ich mit der Wüstenschlange? Ich habe keine Ahnung. Hier oben geht's. Dann scout ich mal kurz. Ja. Ich könnte mit ihr jetzt auch hier das einnehmen. Das ist, glaube ich, ganz gut. Aha, das ist eine große Schlacht. Oder? Naja, 2-4 gegen 2-1. Dann warte ich noch eine Runde. Die ist halt jetzt wieder offen, ne? Die ist halt wieder offen. Aber nächste Runde bekomme ich nochmal... ja, bessere Garnison. Und da ist die eigentlich ziemlich safe. Beziehungsweise ich hier kann ich auch nach oben marschieren und Yada wieder einnehmen. So, hier schmeiße ich die mal raus. Komplett. Super, sehr schön. So, dann hier wird das umgebaut, das umgebaut, das umgebaut und das weg. Sehr gut. Gut, die Anmut des Greifen. Ja, die werde ich auch bald platt machen. Was willst du? Du hast schon relativ, also 1-3-3 hat er, also hier unten. Was hat er denn hier? Sklaven und Runen. Du bist schon 47. Das ist halt mega alt. Ja, komm, du wirst ein Philosoph, komm. Das ist ganz gut. Ganz in Ordnung. Genau, da wollte ich nochmal schauen. Wie alt ist die? 54. Na, die könnte auf jeden Fall auch nochmal heiraten. Wobei mit 54 bekommt man ja keine Kinder mehr, oder? Glaube ich. So. Ah, die kann noch nicht. Wie ist der? Scharfzüngige Ehefrau. Giftmischender Ehemann. Das passt ja. So. Die kann ich noch nicht in die Schule schicken. Der ist 50. Die ist 42. Die kann auch einen Mann bekommen. Noch nicht. Jetzt hat. Der kann auch eine Frau bekommen. Noch nicht. Piep, piep. Oh, ich habe da das Handy die ganze Zeit im Weg gehabt. Ich hoffe, dass die Aufnahme nicht gestört hat. Oh Mann. Sorry, wenn es so war oder so ist. Wie alt ist der denn? Der ist noch relativ jung. Das ist gut. Ah, die ist alt. Puh. Okay, der bekommt dann bald eine neue Frau. Gut. Übersicht ist gerade relativ gut, oder? Minus 24. Ja, passt schon. Gut, dann werde ich mal kurz... den da auf diplomatische... die hassen mich alle. Mach ich mal nach Arena, weil da kann es sein, dass er stirbt. Oh, heiraten. Alter, Massenhochzeit hier. Ist ja lustig. Gut. Liebäugeln.
Junge, Junge. Nee. Die schicke ich nach Athen. Die schicke ich nach. Die hasst mich alles. Alle. Die kann halt dann auch sterben, aber mal schauen. So. Gut, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und bis zum nächsten Mal. Nicht, nicht. Genau, der stafft den hinterher und meldet ja aus. Gut, dann macht's gut, bye bye. We'll be right back.